Was läuft da eigentlich vor allem an der Wall Street ab? Nach meiner Auffassung sind wir jetzt in einem fast mechanischen Prozess der Enthebelung. Es ist schlichtweg zu krass, zu schnell, zu extrem gewesen, was da passiert ist, vor allem im Bereich Optionen. Ich hatte das mehrfach schon thematisiert. Diese Calls, die da eingegangen wurden, gekauft wurden, und das hat dazu geführt, dass eine gewisse Mechanik entstand. Je mehr Calls gekauft wurden, umso mehr mussten dann die Broker praktisch die zugrunde liegende Aktie oder das zugrunde liegende Underlying kaufen. Das hat den ganzen Prozess nochmal verstärkt, und dann haben wir Bewertungsniveaus erreicht, die so extrem waren, dass dann irgendwann eben auch mal ein Zurückschnappen erforderlich war, und das ist dann gekommen, hat sich angekündigt durch die stetig steigende Volatilität im VIX, im Volatilitätsindex, der ja die Volatilitätserwartung der nächsten 30 Tage im S&P 500 Aktien bemisst, und das war sozusagen ein gewisses Warnzeichen, und irgendwann ist dann praktisch noch ein Tropfen in dieses Fass gelaufen, und das hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Und jetzt sehen wir das, was wir sehen. Der heutige Abverkauf bei vor allem den Tech-Werten ist wahrscheinlich nicht unmaßgeblich ausgelöst durch das, was mit Tesla passiert ist, nämlich die Nichtaufnahme in den S&P 500. Das hat dazu geführt, dass die Broker praktisch ihr Gamma reduziert haben, respektive eben dann das Underlying verkauft haben, weil viele, die Calls auf Tesla hatten, also auf weiter steigende Tesla-Aktien spekuliert hatten, dann raus mussten. Damit entfällt die Notwendigkeit für den Broker, diese Tesla-Aktien als Hedge sozusagen mitzukaufen. Dann hat man nicht nur die Calls verkauft seitens vor allem der Privatinvestoren, sondern die Broker haben eben dann auch die Tesla-Aktie verkauft, und dementsprechend sehen wir eine Tesla eben heute mit 15% im Minus, und das ist sozusagen so ein Symbol dafür, was da eigentlich abläuft. Schauen wir uns mal das Schose an im Einzelnen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die sogenannten Fang-Man-Aktien. Also jene Highflyer wie Gesichtsbuch, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, die heute wieder so um und bei 250, 300 Milliarden Dollar verloren haben. Das sind ja eigentlich Peanuts, braucht man sich ja gar nicht drüber unterhalten eigentlich. Jetzt jedenfalls haben wir jetzt 1 Billion an Marktkapitalisierung verloren in 3 Handelstagen, von fast 9 auf jetzt um und bei 7,5 Billionen, sind immer noch staatliche Sümmchen, die da praktisch gehandelt werden. Eine Zukunftserwartung, die natürlich enorm ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie vor allem der Tech-Sektor hier gelaufen ist, nämlich Information Technology in Relation, das ist das der dunkelblaue Chart sozusagen, in Relation zu Energie und Banken, die überhaupt nicht gut gelaufen sind. Da sehen wir hier praktisch dieses extreme Vorauseilen. Heute allerdings ist es so, dass eigentlich fast alles fällt. Es fallen die Banken, es fällt Value, es fällt also nicht nur Growth, sondern es ist eigentlich ein relativ breit angelegte Korrektur, ein relativ breit angelegter Abverkauf. Wenn wir uns mal den Invesco Nasdaq 100 Trust QQQ anschauen, also das maßgebliche ETF hier auf den Nasdaq, und dann sehen wir hier, wir nähern uns jetzt langsam der 50-Tages-Linie. Wir sind also dabei, sozusagen diese Extreme ein bisschen abzubauen, ein bisschen zu relativieren. Wir sind noch weit entfernt von der 200-Tages-Linie. Und die Grundfrage ist für mich, wie weit geht diese Enthebelung, wann ist die mal abgeschlossen, dass sozusagen dann eigentlich praktisch die Gegenseite eingenommen werden muss, dass also alle Puts kaufen, sich absichern müssen, und dann kann die Geschichte eben auch wieder nach oben drehen. Die Gretchenfrage ist, wann ist dieser Punkt erreicht, wann ist die Enthebelung vorbei? Wir sehen jedenfalls, und das finde ich wirklich bemerkenswert, viele kaufen ja, wenn sie jetzt zu den vielen Neuaktionären gehören oder neuen Inhabern von Fonds, da gab es ja eine richtige Welle seit der Corona-Krise auch in Deutschland, und da kauft man gerne den MSCI World Index, weil man sich sagt, boah, da bin ich breit gestreut, da bin ich breit aufgestellt, aber faktisch kauft man damit zu 67% die USA, denn die sind extrem übergewichtet, Deutschland etwa mit 3% fast, spielt fast gar keine Rolle. Wir sehen, dass eben die Tech-Megacaps Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet machen und Tesla machen da schon 16% aus. Das heißt, wer glaubt, sich in die Welt einzukaufen, der kauft 16% nur diese wenigen amerikanischen Tech-Aktien, und der bindet sich dann eben ein Klumpenrisiko ans Bein. Ist schön, wenn die ganze Geschichte nach oben läuft, aber halt unschön, wenn sie nach unten läuft. Das werden viele, die den MSCI im Depot haben, heute bemerken. Insgesamt natürlich die Überbewertung krass. Hier sehen wir das S&P 500 Forward Price Earnings Ratio, also praktisch Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Zukunft fortgeschrieben.
Hier sehen wir, da haben wir sogar den höchsten Stand aus der Dotcom-Blase übertroffen und haben jetzt da eben einen Wert von über 27. Werte so zwischen 15 und 20 sind normal, sind gesund, sind auf jeden Fall begründbar. Was wir jetzt eben sehen, ist diese Übertreibung. Es wäre ja durchaus möglich, dass wir auf einen Wert von 20 zurückfallen. Das sind dann Stände, die wir etwa im Jahr 2017 mal in der Spitze erreicht hatten. Also es ist alles andere als unnormal, was da eigentlich passiert. Es ist durch Mechanik zu erklären, es ist durch überspannte Bewertungen zu erklären. Die Frage ist nur, kommen die Bullen jetzt bald wieder aus dem Quark, weil natürlich sie Argumente haben, hier die Notenbanken, die alles reinpushen, die Staaten, die Stimulus betreiben, wenngleich eben in den USA natürlich ein bisschen das Problem ist, dass der Stimulus ausbleibt. Wir werden jetzt in den USA zum Beispiel, was den Konsum betrifft, im September sehr schwache Daten sehen, nach meiner Auffassung, weil schlichtweg die Gelder nicht mehr so reinkommen wie zuvor. Und das wird man dann merken, das wird die Wirtschaft in den USA merken und dann werden vielleicht die Aktienmärkte auch darauf reagieren, auf diese Situation, dass wir jetzt schon einpreisen, was im September dann eben auch an Konjunkturdaten reinkommt, durchaus möglich. Aber heute die Story des Tages natürlich Tesla. Mit diesem maßgeblichen Verlust. Wir haben im Grunde die Trendwende gesehen oder die Wende gesehen, als Tesla angekündigt hat, 5 Milliarden einzunehmen durch den Verkauf neuer Aktien, also eine Art Verwässerung zu betreiben. Seitdem geht es bergab und zwar massiv. Interessant ist, dass Volkswagen jetzt gesagt hat, dass man, was die Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge betrifft, jetzt sehr bald schon Tesla überholen wird. Das ist natürlich ein Punkt, der dann nochmal die Bewertungsfrage von Tesla in den Vordergrund rückt und auch eben die Bewertungsfrage von Volkswagen, die ja ein Bruchteil nur dessen wert sind, was Tesla wert ist. Nun sagen die Tesla-Jünger, ja, das ist eine völlig andere Firma, ist ja die Zukunftsfirma schlechthin. Ich glaube das nicht. Tesla ist nicht die Zukunftsfirma. Tesla ist eine innovative Firma, eine wirklich kreative Firma mit einem genialischen Elon Musk, aber sie wird eben die Welt nicht komplett ändern. Und genau das ist das Thema. Natürlich hat auch Volkswagen seine Themen. Da sind die Bundesländer wie Niedersachsen mit drin, da gibt es einen Betriebsrat, der praktisch eine Art Königreich innerhalb des Konzerns ist, klar, aber es ist eben ein Konzern, der wirklich Autos verkauft und der wahrscheinlich jetzt eben auch mit den Elektrofahrzeugen zur Offensive blasen wird. Wir sehen insgesamt Risiken für Tech eben jetzt auch heute durch einen Tweet von Hu Xixin, den Chefredakteur der regierungsnahen Global Times, der gesagt hat, ja, also jeder, der hier Taiwan besucht hat, wie das der eine oder andere Offizielle außer den USA kürzlich gemacht hat. Azar war zuletzt da, der höchstrangige Besuch seit Jahrzehnten der Amerikaner. Der wird nicht mehr chinesisches Mainland, also das Festland, betreten dürfen. Und auch Firmen, die mit diesen Personen in irgendeiner Form in Beziehung stehen, dürfen in China kein Geschäft mehr machen. Das zeigt so ein bisschen doch die Risiken, vor allem für Firmen wie Apple, die ja praktisch maßgeblich in China produzieren und ihren wichtigsten Abseitsmarkt in China haben. Und Apple wie auch Tesla sind Lieblinge der Robin Hooder. Und da herrscht heute ein bisschen Entsetzen. Da stellt man jetzt fest, oh, Börse ist nicht eine Einbahnstraße, das kann auch mal in die andere Richtung laufen. Die David Portnoys dieser Welt sind jetzt erstaunt und Stocks not always oder don't always go up, nicht not always, don't always go up, wird man sich da jetzt wohl zurufen müssen. Die haben sicherlich ein bisschen auf die Mütze bekommen. Hier sehen wir mal die Optionsbestände. Hier die Grafik zeigt ganz oben den S&P. Dann sehen wir hier die Small Option Trader, praktisch das Call-Volumen der kleinen Retail-Kunden, das ist massiv explodiert. Und wir sehen auch, dass bei den Größeren, bei den Institutionellen da durchaus was passiert ist. Die Institutionellen, die nutzen den Optionsmarkt oft ja nur zur Absicherung mit Puts, dass man sagt, okay, ich habe ein Depot von Aktien, damit bin ich praktisch ja all in long, deswegen sichere ich das mal ab gegen Rückschläge mit Puts. Aber auch die sind wie Softbank eben maßgeblich hier reingestiegen. Und immer wenn das Put-Call, respektive das Call-Put-Ratio, also das Verhältnis von Calls, also Wetten auf steigende Märkte zu Puts, Wetten auf fallende Märkte, dann Faktor 2,5 überschreitet, dann kann es gefährlich werden. So war es diesmal. Wir sehen sozusagen jetzt diese ET-Bildung. Und das in einer Saisonalität, die eben danach schreit, jetzt auch ein bisschen gefährlich zu sein. Wir sehen hier den Early September Move in Wahljahren. Wir haben ja die Saisonalität ein bisschen ausgehebelt in diesem Corona-Krisenjahr. Erst gab es diesen massiven Abverkauf, dann die massive Intervention. Das hat die Saisonalität im Prinzip außer Kraft gesetzt. Aber jetzt kommt möglicherweise die Saisonalität wieder.
Und wir sehen ein Muster, dass es durchaus eben im September schwierig wird, vielleicht im Oktober noch schwierig wird und dann vor den US-Wahlen, noch vor den US-Wahlen wieder der Move nach oben kommt. Heute hatte der Triple Q, also dieses Nasdaq ETF, mehr als 3% nach unten gegappt und in 63,6% der Fälle in der Vergangenheit hat der Index dann noch im Positiven geschlossen und zwar mit einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15%. Da ist also an solchen Tagen immer Volatilität angesagt. Da geht es teilweise richtig krass zur Sache. Krass zur Sache geht es übrigens auch beim Ölpreis, der so stark fällt, teilweise 8% wie seit Juni nicht mehr, nachdem die Saudis die Preise gesenkt haben und jetzt Sorgen um die Nachfrage der Fall sind nach Öl. Schauen wir uns mal an, was die Märkte hier machen in den Charts von Capital.com auf 4-Stunden-Basis Nasdaq. Hoffentlich sehen Sie den, es ist ja immer so, dass das offenkundig, jetzt schiebe ich ihn mal rauf, nicht wahr, damit Sie die Spitze des Eisbergs hier oben erkennen, da waren wir über 12.400 Punkte, sind jetzt um und bei 1.200 Punkte niedriger, wir sehen den DAX, der davon nicht so wahnsinnig beeindruckt ist, hier der 5-Minuten-Chart, ich wollte eigentlich ja der 4-Stunden-Chart zeigen, da sehen wir, das ist eigentlich noch eine intakte Seitwärtsbewegung. Der DAX hat das gar nicht so mitgemacht, hat natürlich auch vorher die Rallye nicht so mitgemacht. Was macht Gold? Das ist jetzt im 5-Minuten-Bereich wieder ein bisschen erholt, aber im 4-Stunden-Bereich sehen wir, da tut sich auch nicht so wahnsinnig viel, läuft letztendlich seitwärts. Wir haben Öl gesehen, dass jetzt hier auf 4-Stunden-Basis unter Druck ist, da muss ich wahrscheinlich auch wieder hier gucken, wie ich statt nach oben ziehe. Hier sehen Sie es ein bisschen und wir haben Euro-Dollar bei aktuell 1,1808. Da sind wir also auch letztendlich bei leichter Dollarstärke. Das ist sozusagen ein Gegenwind dann immer auch für die Aktienmärkte. Aber an sich sagen viele, okay, buy the dip kann sein. Die Frage ist, wann kann man den Dip kaufen, wenn die Enthebelung eben abgeschlossen ist? Das werden wir aber erst wissen, wenn sie abgeschlossen ist. Wenn sozusagen diese Panik raus ist, gerade wahrscheinlich im Optionsbereich, dann dürfte mal eine Chance einer Gegenreaktion kommen, auch saisonal. So Mitte September ist dann oft gar nicht so schlecht, bevor es dann eben nochmal nach unten dreht und dann die Saisonalität wieder günstig wird ab Ende Oktober. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren. Und zack, Servus und ciao.